Willkommen, wir machen weiter mit Humankind. Live auf Twitch, nachher auf YouTube. Immer mehr Leute strömen gerade rein an einem langen Sonntagabend. Schön, dass ihr da seid. Und wir zeichnen auch für YouTube. Es entwickelt sich ganz gut. Wir kommen gut voran und haben mittlerweile 4 Städte. Eine haben wir uns gemobst von den Unabhängigen. Die werden jetzt erweitert. Wir sammeln etwas Einflusspunkte, damit wir die noch investieren können in größere Städte. Die Städte, die wir haben, haben alle 3 Territorien. Und wir wollen da denen noch jeweils ein zweites Territorium, ein viertes hinzufügen. Bei dieser Stadt geht das nicht, bei Bulls Klamm. Das ist so ein bisschen eingezwängt. Das überlegen wir uns nachher. Und dann haben wir hier oben noch Minas Tirith. Und da können wir vielleicht nachher noch eine 5. Stadt im Norden machen. Das sind unsere Pläne. Ich bin wiederholt schon drauf angesprochen worden. Danke an BTR1403 fürs erste Abo und herzlich willkommen auf Twitch. Liebe Grüße an dich. Und auch an Errolt fürs 10. Abo schon. An Errolt ein dickes Dankeschön. Ich bin wiederholt darauf angesprochen worden, auf das Thema Weltwunder. Ja, es gibt welche. Wir müssen gar nicht so viel investieren, gerade mal 250. Wir könnten eins zwischendurch claimen. Dann müssen wir uns allerdings auch sicher sein, dass wir die haben wollen. Oh. Wir haben eine, haben sogar eins schon fertig gebaut. Der Tempel der Artemis. Einheiten gehen schneller durch Wälder. Vor Ort gibt es mehr Stabilität. Und ich glaube nur, ich weiß nicht, das ist dasselbe Problem, das gleiche bei allen Weltwundern immer. Die Effekte sind so formuliert, dass sie mindestens so viele Fragen aufwerfen, wie Antworten geben. Dieser coole Bonus plus 10 Gesundheitsregeneration, ich weiß nicht, ist das in dem Territorium, wo das steht? Also in der Stadt oder ist das reichsweit? Man kann nur raten. Der Koloss von Rhodos. Das sollte eigentlich überall gelten. Milizen gehen nicht verloren, aber ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir können das claimen, wir können das bauen. Die 10 Gesundheitsregenerationen sind ultra cool, ich habe keine Ahnung. Milligar meint reichsweit, wenn nichts anderes da steht, soweit ich weiß und ausprobiert habe. Ja, das ist leider so. Danke, aber das ist. Wir hatten aber im letzten Stream schon lange darüber diskutiert. Dann haben viele Leute das oder das Gegenteil geschrieben. Und alle mit der ehrlichen Einschränkung, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich glaube, in meiner Partie habe ich das mal ausprobiert und ich glaube, so klappt das auch. Und ich weiß auch nicht, ob das allgemein gilt oder bei jedem Weltwunder. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es nicht sagen. Das ist doof einfach. Also Tempel der Artemis, wenn das reichsweit wäre, wäre das ein cooler Effekt. Der würde uns helfen. Allerdings spielen wir friedlich und nicht kriegerisch. Das einzige Freie ist noch Koloss von Rhodos und das Milizen. Das ist auch eher eine kriegerische Geschichte. Das brauchen wir auch nicht zwingend. Dann würde ich eher auf künftige Weltwunder abwarten. Ich würde erst weiter bauen, die Bezirke bauen. Dahin können wir weit hinterher. Eine Runde weiter. With 5 Makers Quarters, an Empire could build all sorts of interesting and troublesome things. Milliger schreibt hier eigentlich ein Unding. Ich habe weniger Spaß am Weltwunder bauen als bei Sith. Bei Sith gibt es auch diese coolen Weltwunderfilme dann. Hier sieht man die immer klein auf der Karte. Dieses Claimen- und Bauen-System ist mal was anderes als bei Sith. Da gibt es ja diesen Wettlauf zwischen den Weltwundern. Wer baut die schneller? Das finde ich eigentlich auch immer hochdramatisch, muss ich sagen. Das gibt sehr oft ganz spannende Situationen in Partien, wenn jemand anders mit einem so ein Weltwunder um die Wette baut. Ein weiterer Bevölkerungspunkt hier vorne und einer hier. Hier holen wir uns einmal was ab. Bekommen 40 Einfluss und 30 Forschung. Mit denen hier ziehen wir runter in dieses Territorium. Dann wollten wir wassern gehen in einer Runde. Das würde ich gerne links oder rechts machen. Mit jeweils einem Scout und dann gucken gehen, wen man so alles trifft und kennenlernt. Eins, wir können hier links einen Scout abziehen. Das mit dem machen. Mal links wassern und drüber fahren. Und
Mit dem können wir das hier hinten machen. Und wieder eine Runde weiter. Gucken uns kurz die Bauprojekte an, weil wir wollen den Stufenaufstieg schaffen. Wir kommen nächste Runde. Nein! Nein, guckt euch das mal an. Ein Einflusspunkt hat uns gefehlt hier. Ein Einflusspunkt fehlt uns noch. Da bekommen wir 76 Belohnung. Nächste Runde würde ich gerne einen Aufstieg machen. Noch hat uns keiner irgendwas weggeschnappt, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir schauen uns nochmal die Mukukunas an. In allen Städten. Dem beschleunigen wir. Sollen wir Geld opfern? Wir gucken einmal uns alles durch. Irgendwo ist noch eine Stadt. Ach Gott, WB. Irgendwo ist noch eine Stadt. Hier. Genau. Zwei sind angebaut. Der ist relevant. Die angebauten kann man fortsetzen. Der wird nicht rechtzeitig fertig. Den können wir knicken. Den werden wir auch nicht kaufen können. Und wir haben gar nicht so viele Bürger zum Opfern. Das geht nicht. Da werden wir auf einen verzichten. Aber hier, da können wir entweder Geld ausgeben oder zwei Bürger opfern. Ich gebe mal Geld aus. Woher wollten wir Geld benutzen? Ich habe da eben gesagt, um Gottes Willen, wir wollten noch Geld sammeln für irgendwas. Woher wollten wir nochmal Geld sammeln? Da war da eben, genau dafür. Für das Beschleunigen, ich dachte schon. Einmal Geld raus. Und den bauen wir jetzt eine Runde an. Und dann machen wir nach dem Rundenwechsel das Level up. Und der hier, der wird nicht rechtzeitig fertig sein. Die Frage ist nur, welcher der beiden war spannender? Ich glaube, der erste war spannender als der zweite. Wo wachen die nochmal? Kann man die highlighten? Leider nicht. Hier unten. Das ist eigentlich der spannendere, aber der ist schon angebaut und ich kann nicht beide anbauen hintereinander. Mal gucken, ob das geht. Mal schauen, ob wir beide einmal anbauen können und dann in Ruhe in der neuen Epoche zu Ende bauen können. Ich vermute ja, aber das müssen wir jetzt mal rauskriegen. Weil das wäre ein ziemlich cooler Move. Da könnten wir nämlich so viele anbauen, wie wir wollen noch. Hier ist keiner mehr zum Anbauen. Aber ist okay. Das probieren wir mal. Eine Runde weiter. Jetzt können wir wassern. Epochenstern freigeschalten. Das ist einer der Ästhetensterne. Noch mehr Bevölkerungspunkte dazu bekommen. Ein Gebiet konvertiert zu unserer Religion. Boah, geht das schnell. Wir brauchen nur noch 8 Leute. 8 weitere Anhänger des Buddhismus. Dann bekommen wir noch schon wieder einen weiteren Glaubenssatz. Nächste Forschung. Wir können jetzt wassern gehen. Nächste Forschung ist alles billiger kaufen. Ballisten für Belagerung brauchen wir nicht, dass die Armeen größer sind, auch nicht, aber das hier, Vergnügungsviertel, das ist essentiell, da wollen wir schnellstmöglich hin. Und wenn wir den Epochenwechsel gemacht haben, stellen wir wahrscheinlich um auf Theologie und schalten das Citycap eins höher, damit wir noch eine weitere Stadt gründen können. Das wird dann die 5. sein, 4 haben wir, haben einen geringen Malus von -10 beim Einfluss. Jetzt würde ich gerne wassern gehen. Hier runter. Mit dem ziehen wir oben lang. Oh, da vorne können wir uns noch eine Beute holen. Ei. Komisch, dass der nicht rauszieht und die sich holt hier.
Die müssen die da auch sehen. Die haben da auch Sichtbarkeit in beiden, oder? Oder nur wir hier Sichtbarkeit? Wir haben plus 7. Und die haben plus 4. Die bekommen wir vor denen. Das ist cool. Das ist deshalb, weil wir da entweder durch Religion oder durch Kultur so viel Einfluss haben. Dann wollten wir hier unten noch einen Außenposten gründen. Ah, der ist aber teuer. Oder wir gehen mit dem auch wassern. Das wäre der letzte. Hier könnten wir einen klemmen. Der hat Stabilitätsvorteile durch Flüsse. Hier drauf ziehen. Dann erschließen wir sogar die Wissenschaft. Nicht sofort, aber später. Das wäre das Coolste. Dann würden wir unfassbar viel generieren und würden hier oben stehen. Soll das machen? Aber erst die Stadt uns dazu holen. Aber einmal hier rüberziehen. Oh, das können wir uns gleich auch holen. Den ziehen wir nächste Runde ins Wasser. Das geht jetzt noch nicht. Jetzt kommt der Stufenaufstieg, Leute. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, welche... Was, jetzt oder nächste Runde? Die ist jetzt, ne? Gott, ich muss nur einmal kurz gucken. Nicht durcheinander werfen. Hatten wir beide angebaut? Ja, beide sind angebaut. Wir können auch noch Kultur nachher ausgeben für Bau von Häfen und für Kunsthandwerksviertel und so weiter. Ja. Alles klar. Jetzt den Aufstieg. Neue Kultur, Leute, steht an. Wie immer können wir uns den Kopf drüber zerbrechen, ob wir uns jetzt die richtige nehmen. Ein Level Up kommt jetzt auf. Was würdet ihr vorweg, was würdet ihr als unser Hauptproblem ansehen im Moment? So rum könnten wir denken, könnten versuchen, dieses Problem zu stopfen. Alternativ könnten wir darüber nachdenken, unsere Boni, unsere Bonusse zu verbessern, also das, wo wir besonders cool sind, dann noch eins draufzusetzen. Das Blöde ist, das finde ich echt schade bei Humankind im Gegensatz zu Civilization. Es gibt leider keine Übersicht über alle Werte. Da gibt es ja die verschiedenen Siegkategorien, da kann man gucken, wo stehen die anderen bei Kultur, bei Wissenschaft und so weiter. Wir können das nur sehen bei der Ruhmanzeige. Es gibt keine Statistik, wo wir uns vergleichen könnten mit den anderen und das finde ich echt doof. Das gibt es in fast allen Spielen dieser Art, gibt es das. Mir fällt kein Grund ein, warum es das hier nicht gibt. Ich würde sogar nachgucken, wo stehe ich in der Forschung, hinke ich hinterher, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, ja, wo muss ich nachlegen eventuell? Keine Infos. Wie viel Geld generieren die anderen? Keine Infos. Wie viel Einfluss generieren die bei den Nachbarn direkt daneben, können wir uns das anzeigen lassen? Sonst keine Infos. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich finde es nur doof. Mir fällt auch kein Grund ein, wie ich das irgendwie schönreden könnte. Tut mir herzlich leid. Und deshalb müssen wir ein bisschen jetzt trockenschwimmen. Wir bilden uns ein, um uns herum ist Wasser und wir wissen, wohin wir zu schwimmen haben. In Wahrheit ist es Trockenschwimmen. Also, wir werfen mal einen Blick rein, was im Angebot ist und gucken erst, ob alles noch da ist. Es ist nur alles da. Die Azteken. Wir wollen nicht kriegerisch spielen. Brauchen wir zwingend noch mehr Einfluss? Ich glaube nicht, dass wir noch so viel expandieren werden. Wir haben dieses Territorium voll gemacht. Wir brauchen noch Einfluss, um Städte zusammenzulegen, um Verordnungen zu erlassen. Aber wir können auch in Außenposten noch Häfen bauen und so Sachen. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Opferstädte brauchen zum Beispiel. Bevölkerung opfern, feiernd ist für Stabilität, glaube ich, hochhaltend. Ist feiernd, heißt mehr Stabilität, oder? Weiß das jemand auswendig? Ob der Status feiernd bedeutet? Weil dann könnten wir unsere riesigen Nahrungserträge nutzen, um regelmäßig einen Bürger zu opfern in einer Stadt und immer die Stabilität raufzutreiben. Aber der passive Bonus, das ist ja der wichtigste, den brauchen wir sowas von gar nicht. Einheiten sind schneller unterwegs und werden billiger gebaut. Ey, komm, das ist Quatsch, das machen wir nicht. An die Byzantiner. Mehr Geld pro Allianz. Klingt cool, aber noch kennen wir keine Sau auf der Karte. Wir wollen friedlich spielen. Wir werden auch nicht gerollen. Wir sind weit ab von denen. Es könnte gut sein,
dass wir, wie viele KI-Gegner hatten wir? 5, glaube ich, oder? Fünf insgesamt. 5 gibt es und wir sind, glaube ich, oben nicht mit dabei. Also 5. Bis zu 5 Allianzen können wir abschließen. Das finde ich übrigens bei der Gelegenheit auch ein bisschen komisch. Vom Balancing her. Dieser Bonus hier, der ist auf unterschiedlich großen Karten unterschiedlich stark. Und zwar nicht nur ein bisschen stark, das ist irgendwie, das ist immer so, sondern der ist extrem unterschiedlich stark. Wenn man, es ist ein Riesenunterschied, ob man 9 KI-Gegner hat, man kann ja nur bis zu 9 einstellen, oder ob man hier 5 hat. Das ist ein Riesenunterschied, ob man 45% mehr Geld bekommt für Allianzen oder 25%, das ist fast doppelt so viel. Das ist, finde ich, sehr komisch, muss ich sagen. Mehr Geld pro Pferde, mehr Händlerplätze, allgemein mehr Geld. Was sind die passiven Boni, die wir bislang haben? Wissenschaft, Bevölkerung, Nahrung auf Flüssen und insgesamt und mehr Industrie. Ist nicht uninteressant, aber ich wette, es kommt Cooleres noch. Franken, mehr Einfluss brauchen wir nicht. Ich habe es gerade begründet. Normalerweise cool, gerade für Kriege, für Eroberung. Wir haben auch die unabhängigen Städte kaum noch. Also wenn man viele Unabhängige hätten um uns herum und man müsste deren Städte zusammenfügen, dann ja. Aber so wie wir gespielt haben, wir haben in alle Richtungen überall Außenposten gesetzt und alles geclaimt. Wozu brauchen wir so Unmengen an Einfluss? Sehe ich nicht. Wissenschaft, ja. 5 Wissenschaft mehr, aber das ist fix, das ist nur ein kleiner Bonus. Sehe ich nicht, dass wir das brauchen. Ghana. Jetzt wird spannend. Das ist schon interessanter, weil wir haben so ein großes Territorium beim Zugang pro Anzahl der Zugänge zu Luxusressourcen. Plus 5. Und plus 5 Geld pro Anzahl der Zugänge zu Strategieressourcen. Und das müsste eigentlich gelten für unsere Luxusressourcen? Ach Gott, da hatten wir schon mal drüber nachgedacht. Ich glaube, das hatte ich mal gecheckt, das hatte ich mal überprüft, als wir mal ein Level Up gemacht haben, als wir mal eine Kultur weitergegangen sind. Wir wussten nicht, gilt das auch für die, die man handelt, die man importiert oder nur für die eigenen. Und ich glaube, ich habe das mal ausprobiert und es galt für mich überraschend nur für die eigenen. Ich glaube, das hatte ich mal ausprobiert, privat oder in einem Let's Play öffentlich. Ne? Das heißt, das gilt nur fürs eigene Territorium. Und der Luxusmarkt, wir werden viele Handelsrouten haben. Wir werden uns mit den anderen gut stellen, wir wollen die nicht erobern. Das kann auch viel bringen, potenziell. Sollen wir mal checken, wie viel Luxusgüter wir haben im Moment? Sollen wir mal schauen gehen? Wir gehen mal gucken. Das lässt sich oben ja gut anzeigen. Wir haben zweimal Salz. Ach, er müsste alle mitzählen, die man noch claimen kann. Das sind so viele. Wir haben im Augenblick 4 strategische und 7 Luxusgüter, Luxusressourcen, also 10, 11 in Summe. Ich zähle mal im Uhrzeigersinn von Algedi runter. 11 hat man gesagt, 12, 13. Die späten strategischen zähle ich nicht mit. 12, 13. Zweiundzwanzig. Kann man die da oben eigentlich schon bauen? Ja, müssen wir gleich mal machen. 22. Das heißt 22 mal 5, 110, ne? Nein, 220. Oh Gott, bin ich doof. 22 mal 5? 110, ne? Oh Gott, Leute, entschuldigt, ich streame hier schon seit fast 5 Stunden. 112, 110, ne? Ja, 110, komm, 110. Das ist viel, aber es ist nicht so. Es ist schon viel.
Es ist im Late Game nicht mehr viel, aber im Augenblick, wir haben nicht so viel, ist das schon relevant. Das wäre eine Überlegung wert. Und das sind Sachen, die man sofort bekommt, sobald wir unsere Einflusspunkte auch ausgegeben haben. Also wir müssen nicht abwarten, es werden Bonus bis Spielende. Und der Luxusmarkt, die Geld pro Anzahl an Handelsrouten, die werden wir über Zeit bekommen. Wir werden uns mit den Leuten gut stehen. Also das behalten wir im Hinterkopf. Das ist eine Option. Dann die Teutonen. Hey. Ja, okay. Ich glaube, das ist schon die Killer-Sache. Die hatten wir im letzten Let's Play schon, aber trotzdem. Ein Geld pro Staatsreligion-Anhänger und ein pro Staatsreligion-Anhänger, Wissenschaft und Geld. Und das gilt, Gott, ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, das war nur bei uns im Reich, aber auch da weiß ich es wieder nicht. Wir haben im Augenblick. Einundachtzig Geld mehr und 81 Wissenschaft mehr, sofort. Das haut die Garnale weg. Ja. Und 81 Wissenschaft mehr, das wären über ein Drittel mehr Wissenschaft. Wow. Wow. Da hätte sich das mit der Religion aber dermaßen gelohnt. Hatten wir schon mal, aber trotzdem. Kaiserdom brauchen wir nicht zwingend. Geht es auch nur um Einfluss und um Glaube eventuell, aber das brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir würden das nur holen, die Teutonen wegen Geld und Wissenschaft. Drei Industrie auf Schmiedeviertel. Wir haben ein Problem mit Industrie. Wir haben noch nicht viele Schmiedeviertel gebaut. Ein Industriebüro-Bevölkerungspunkt der Barei. Das wäre heftig. Wir haben aufgrund unserer Harapana-Boni, Harapana-Bonusse mit den vielen Nahrungen, hätten wir in jeder Stadt demnächst locker 15, 20 Nahrungen mehr. Wenn wir ein Barei, zwei Industrie für jeden Fluss angrenzen. Wir haben so viel mit Flüssen gebaut. Allerdings muss da auch, ja, und das gilt, glaube ich, unabhängig davon, ob da schon Industrie gewonnen wird, vermute ich. Das wird uns bei unseren Industrieproblemen sehr, sehr helfen. Das ist mindestens so cool wie die Teutonen und ist mal was anderes. Angelsachsen, wir schwimmen schon die Nahrung. Wo soll man die ganze Nahrung denn hernehmen? Festungen brauchen wir nicht zwingend. Mongolen, wir spielen überhaupt nicht kriegerisch. Umayyaden, wir wissen 5% mehr Wissenschaft für jede Allianz, noch haben wir keine. Mehr Wissenschaft pro Anzahl an angegliederten Gebieten. Ja, aber wenn wir auf Wissenschaft gehen, bekommen wir mehr durch die Teutonen. Also wenn uns Wissenschaft wichtig ist, hier werden wir mit Geld und mit Wissenschaft zugeschüttet. Also Khmer und Teutonen auf Augenhöhe. Dann haben wir als letztes die Normannen. Flinker unterwegs auf der See. Wir spielen nicht kriegerisch, Nahost, unser Hafen. Nochmal mehr Nahrung. Ordentlich mehr Nahrung. Aber wir haben schon viel Nahrung. Lange Rede, kurzer Sinn. Entweder Teutonen oder Khmer. Also hier bekämen wir, was hatten wir gesagt, 82, ne? Und das steigt ja auch laufend an. 82 mehr Wissenschaft sofort und 82 mehr Geld, ohne dass wir irgendwas bauen müssen. Hier hätten wir sofort. Wir haben noch nicht viele Schmiedeviertel, aber wir haben ein kleines Produktionsproblem und das wird mittelfristig behoben. Das hilft uns sofort. Der Kaiserdom ist für uns egal. Der ist fast vollkommen egal. Wir generieren so viel Glaube, das ist vollkommen egal, ja. Der ist verschenkt. Es geht nur um den Bonus hier oben. Nur hier oben. Und die Khmer bringen, wir müssen ein bisschen bauen, bis wir das freigeschaltet haben, ne? Nochmal mehr Produktion. Der Barei gilt als Bauernviertel und als Schmiedeviertel. Das heißt, alles, was unter ihm steht, da bleibt auch die Nahrung erhalten. Genau wie das mit dir. Hast du völlig richtig gesagt, ja. Die Einheiten sind egal, da müssen wir gar nicht drauf gucken. Wir führen keine Kriege. Das ist Quatsch. Nurme, danke dir fürs halbe Jahr, dass du vollgemacht hast. Liebe Grüße an Nurme. Ja, was meint ihr im Chat? Khmer oder Teutonen? Kurzfristig mehr Wissenschaft und mehr Geld, und zwar ordentlich. Ein Drittel mehr Wissenschaft und doppelt so viel Gold, Überschuss als zuvor. Doppelt so viel Gold, ein Drittel mehr Wissenschaft. Und nichts dafür tun müssen und auch nachher nichts mehr damit tun können. Oder
Produktion. Mittelfristig, kurzfristig nichts. Kurzfristig bekommen wir da nichts von. Wir haben bislang, ich zeige euch mal, wie viele Schmiedeviertel wir bislang gebaut haben. Das sind die roten. Wir wollen viele bauen, weil wir so Spezialdistrikte gebaut haben. Irgendwo. Die erbauen wir teilweise noch. Wo sind denn... Haben wir ein Schmiedeviertel überhaupt schon gebaut? Ich sag, man kann das... Wir haben ein Schmiedeviertel hier unten. Ein einziges. Die werden auch geboostet von dem... Nee, das gehört noch nicht mal uns. Das ist so peinlich. Wir haben ein Schmiedeviertel. Ja, wir haben ein Schmiedeviertel gebaut hier unten. Wir hatten die ja gebaut, die Kunas. Die sollen noch umzingelt werden mit Schmiedevierteln. Aber da brauchen wir lange für. Ein Schmiedeviertel bislang nur. Das ist krass. Wie viel haben wir denn bislang? An Produktion 109. 219. 175. Und das ist so eine kleine Stadt. 111 auch schon. Wisst ihr was? Wir gehen mal schauen. Die Spezialbezirke der Maya zählen als Schmiedeviertel. Das wäre ja cool. Hier, die beiden hier, ne? Die Kunas. Ja, in der Tat. Dann gibt es da schon mal drei mehr. Wir können Folgendes machen. Wir können mal gucken gehen, was wir erhalten. Die Barei skaliert mit der Bevölkerung, wird im Chat gesagt, von Kenzi Loll. Ein Industrie pro Bevölkerungspunkt. Stimmt. Mhm. Wisst ihr was? Wir schauen mal. Wir bekommen dann nächstes unseren neuen Religionssatz in Kürze. Was wir uns da aussuchen und ob es da eine coole Doppelwirkung gibt. Wir gehen mal eins rauf. Vier wählen wir gleich. Trägheite auslöschen. 15 Industrie auf jedem Hauptplatz. Schulung des Intellektes. 20 Wissenschaft pro Allianz. Machen wir nicht. Hier gibt es mehr Kriegsunterstützung. Machen wir nicht. Völlerei meiden. Hier sind die Einheiten schneller und billiger. Machen wir auch nicht. 2 Geld pro Anzahl an Handelsrouten. Noch haben wir kaum welche. Einfluss brauchen wir nicht. Wir nehmen hier auf jeden Fall die Produktion. Das steht jetzt schon fest. Das ist aber nur pro Hauptplatz. Das heißt, in jeder Stadt einmal. In jede Stadt bekommt einmalig 15 Industrie mehr. Das ist noch nicht so super viel. Und danach? Wissenschaft pro Wunder. Stabilität, wenn fremde Religionen da sind. Geld für Allianzen. Na, das ist alles doof. Also wir werden nur einen Bonus abgreifen, der minimum relevant ist. Die haben die echt genervt, die Religion. Das ist die 15 Industrie. Ja, Leute, wir müssen uns entscheiden. Teutonen, 80 Gold, 80 Wissenschaft und demnächst immer und immer mehr. Oder Khmer, bisschen Industrie zum Start und dann muss man erstmal viel bauen. Und wir müssen auch noch die ganzen anderen Bezirke bauen. Wir haben kaum Bezirke gebaut. Was meint ihr? Khmer werden als overpowered bezeichnet teilweise. Produktion löste langfristig alle Probleme. Mit Geld kann man auch Dinge kaufen. Mickriger Wissenschaftsbonus, ein Drittel mehr Wissenschaft. Olska argumentiert, der Varei passt so gut zu den Maya, die wir vorher hatten. Denn... Also das hier wäre die auf Nummer sicher G-Variante. Und das wäre die riskantere. Die wäre riskanter, weil die uns verboostet bei Wissenschaft und bei Geld. Aber weil wir Weilchen bräuchten, bis wir die Produktionsprobleme gelöst haben. Und das hier ist so auf Nummer sicher. Das hier ist riskanter, eventuell ertragreicher. Und das hilft uns langsamer und bedächtiger. Das ist bedächtiger, das ist sicher. Hau mal was raus. So kann man das in etwa machen. No risk, no fun.
brüllt Jack Dark Rosa im Chat. Wir machen mal die Khmer, weil wir letztes Mal schon die Tortoren hatten. Also ich bin mir persönlich nicht sicher. Ich würde vielleicht sogar eher die Tortoren. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich will nicht schon wieder die Tortoren. Die hatten wir im letzten Let's Play. Ich will mal auch mal was anderes. Deshalb bauen wir mal den Barei, wobei den habe ich auch schon mal gebaut irgendwann. Wir machen die Khmer, bauen Bareis und bekommen sofort auf jedem Mu, wie heißt der nochmal? Mu Dingsbums, den wir gebaut hatten. Wie heißt noch unser Spezialdistrikt? Wird schon gar nicht mehr angezeigt. Bekommen wir dann etwas mehr. Die holen wir uns. Und das ist eine Spezialeinheit, die wir nie und nimmer brauchen. Also, der gibt mehr Nahrung. Eine Industrie pro Bevölkerung. Zwei Industrie pro Fluss. Schmiedeviertel, Bauernviertel. So sieht WB gleich aus. Leute, stellt euch einen großen Globus vor. Erstmal irgendwo in der Steinzeit unterwegs. Vielleicht in Afrika. Könnte gut sein. Dann plötzlich ein magischer Sprung rüber ins Zweistromland. In Euphrat und Tigris. Nein, Harappaner waren wir. Die liegen in Pakistan oder Indien. Ne? Pakistan, glaube ich. Also rüber nach Mittelasien. Dann plötzlich ein Sprung quer auf die andere Seite des Globus. Maya. Jetzt wieder ein Sprung einmal komplett zurück. Rüber nach Ostasien und zu den Khmer rüber. Wir wetzen über den Globus. Wisdom and technical innovation from earlier eras bring humankind new knowledge, and we immediately use it to find new ways to kill each other off. Greater empires build more powerful armies, but brute strength may be defeated by superior innovations. It is brains versus brawn, with ever richer cities as tempting spoils for the victor. For innovation and brute strength, the Khmer present you with sophisticated hydraulic engineering and ballista-equipped elephants. I like it. Der Englischsprecher ist so cool, ist so schade, dass es keine deutsche Vertonung gibt. Wir hatten ja den Chefentwickler mal hier, den William Dice, der hat uns auch keine großen Hoffnungen darauf gemacht. Das finde ich echt schade. Finde ich echt sehr schade. Bei einem AAA-Titel finde ich das nicht so cool, muss ich sagen. Hätte ich gerne gehabt. Neuer Groll verfügbar. Wir können um eine Kriegsentschädigung bitten. Wir sind kulturell überlegen gegenüber den Hittitern. Und die haben, und außerdem haben wir den Glauben, die liegen ja unter unserem Glauben, dass wir könnten jetzt denen grollen. Das machen wir nicht, wir wollen ja friedlich spielen, da haben wir gar keinen Bock drauf. Es geht um diese Region, glaube ich, ja, ne? Steht hier mal wieder nicht, aber es kann ja nichts anderes sein. Das liegt hier im Herzen unseres Reiches. Hört mal in die hübsche Musik rein, Leute. Das ist weg. Dem Augenblick, wo ich mit der schönen Musik angeben will, ist sie weg. So sehen jetzt unsere Städte aus. Na, noch kann man gar nichts sehen, vielleicht hier oben. Auf jeden Fall sind wir jetzt Khmer. Erster Schritt, den wir jetzt machen, wir platzieren unsere neuen Distrikte. Gucken mal, wo wir die hinsetzen. Und dann machen wir weiter. Immer und immer weiter mit unserer Bilderei. Wir machen ein Bilder-Let's Play. Wir haben jede Menge Ruhm. Guck mal links oben. Die anderen sind uns auf den Fersen, aber wir liegen eine halbe Epoche vorne. Und gucken mal, wohin uns die Abenteuer hier noch treiben werden.